Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wie kommen Datenschützer übers Wasser? Mit der Privatsphäre. Am 19. November ist Welttoilettentag. Kein Scheiß. Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Schwachsinn, ich will nicht arbeiten gehen und ich muss, weil ich sonst nicht leben kann. Also die Lufthansa sollte sich langsam echt mal Gedanken machen, sich in Erdhansa umzubenennen. Die Frau neben mir auf der Achterbahn hört einfach nicht auf zu kreischen, als ob sie noch nie einen Penis gesehen hätte. Ich will eine Familie, einen guten Job und viel Geld, der Allerbeste sein. Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt und die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann. Mein Verlauf im Taschenrechner ist peinlicher als mein Browserverlauf. Freunde sind wie Zitronen, wenn man sie isst, sind sie sauer. Boah, Durek, sag doch einfach, wie es ist, für sinnliche Massagen und Arschficken. Was am 13.11.2015 in Paris passiert ist, erschüttert mich und macht mich zugleich wütend. Wie kann man nur 2:0 gegen Frankreich verlieren? Ich hatte heute beim Lasertag ein kleines Kind, das mir meine Waffe einfach zugehalten hat, auf mich schoss und lachte, im Krieg ist alles erlaubt. Hab ihm daraufhin die Beine gebrochen. Kennt ihr das, wenn man ein Kind bekommt und es ein Mädchen ist, da freut man sich wie ein Fritzel. Vielleicht hat gar nicht der IS die Bombe vor dem Stadion gezündet, sondern Manuel Neuer. Dieser Moment, wenn du besoffen in deinen Döner beißt und direkt der glücklichste Mensch auf der Welt bist. Jedes Mal, wenn ich das Wasser in meinem Aquarium wechsle, wedelt mein Fisch vor Freude mit der Schwanzflosse, während er auf dem Tisch darauf wartet. Geschäftsidee. Firmen bezahlen die Autokorrektur, damit sie Wörter in ihre Produkte Toblerone. Wieso bringst du Bier mit zum Kindergeburtstag? Als Geschenk natürlich. Kinder trinken kein Bier. Oh, das ist ja jetzt doof. Schon komisch, wie eine Hand schreiben und zeichnen kann und die andere so, Alter, wie halte ich nochmal einen Stift? Ich wusste gar nicht, dass es mit AIDS schon so schlimm ist, dass einer von 2,5 Männern es hat. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ein Teil meiner Antwort würde sie verunsichern. Du bist sicher einer dieser Leute, die ertrinken, weil sie ihren Furz in der vollen Badewanne riechen wollen. Anstatt zu Starbucks zu laufen, mache ich mir einen Kaffee zu Hause, rufe meinen Namen falsch und zünde einen Zehner an. Wir haben heute im Büro Anti-Stress-Bälle bekommen. 3 Kolleginnen kauen drauf rum, 2 bekommen ihn nicht aus der Tüte und meiner brennt vor dem Fenster. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.